Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Geheimnisse des Wassers, ein faszinierendes Gebiet. Wasser steht in Verbindung zu unserem Unbewussten, steht in Verbindung zu unseren Gefühlen. Neptun und Mond hat auch einen großen Einfluss auf Wasser und einen großen Einfluss auf unsere Träume, unsere Gefühle. Dieses Bild zeigt ein Wassermolekül und das ist mehr wie H2O, weil das ist eine Struktur und das ändert sich. Und in diesem Gebiet hat Dr. Masaru Emoto geforscht. Ursprünglich hat er Frequenzen und Schwingungen überprüft, geforscht in diesem Gebiet und hat entdeckt, dass Wasser, diese Wassermolekülen verändern sich die Form und reagieren auf unsere Gefühle, reagieren auf Musik, reagieren auf bestimmte Wörter, auf bestimmte Frequenzen. Dr. Masaru Emoto hat das auch fotografiert, das ist auch sein Bild. Und dieses Bild zeigt die Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit sprechen, das Wasser übernimmt die Frequenz und bildet sich diese Form. Oder wenn wir das Wort Wahrheit sagen, egal in welcher Sprache, das Wasser spürt diese Schwingung. Und so wird sich in feinstofflichen Ebenen die Struktur verändert. Nicht nur das, sondern Wasser hat auch ein Gedächtnis. Wasser speichert das auch. Unser Körper besteht Großteil aus Wasser, aus Wassermolekülen. Deswegen ist es wichtig, das auch verstehen, weil ich sehe da auch Heilenergie mit einem Wasserqualität, was wirklich dieser oder so ähnlichen Struktur entspricht. Mich fasziniert dieses Gebiet. Das ist für mich noch eine Richtung, wo vieles noch erforschen gibt. Dr. Masaru Emoto lebt leider nicht mehr, aber sicherlich gibt auch anderen, wie davon überzeugt sind und in diesem Gebiet noch weiter Forschungen machen. Ich zeige diese Bilder, ich vermittle das und ich denke, eine oder andere von euch wird auch davon fasziniert sein und entdeckt die Heilkraft, die Heilenergie des Wassers. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.